So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Erstmal möchte ich hier nochmal Danke sagen, dass ihr so regelmäßig meine Binding of Isaac Folgen verfolgt und kommentiert und euch anschaut. Finde ich immer noch super schön. Das Spiel ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass überhaupt noch jemand, ja, Lust auf The Binding of Isaac hat. Da, ja, Ende diesen Jahres kommt ja sogar schon der zweite Teil raus, oder ist zumindest angekündigt. Den werde ich dann natürlich auch let's playen. Aber wir versuchen es heute noch einmal, denn beim letzten Mal sind wir ja gescheitert mit Isaac. Versuchen wir es noch einmal mit Isaac ins Sheol zu kommen. Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen Pech. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt ändern hier. Jawohl, das fängt doch schon mal gut an hier. Ganz andere Pillen schon mal hier. Direkt Matthias Abpille. Das ist doch schon mal schön. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt vielleicht mal das ein oder andere tolle Item hier mit unserem Würfel neu würfeln können. Erstmal hier weg. Zack. Die Karte Death. Ja, macht Schaden an, an allen Gegnern im Raum. Auch an Bossen. Sogar ziemlich viel Schaden. Ist auf jeden Fall eine coole Karte. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Werden wir jetzt wahrscheinlich beim ersten Boss noch nicht benutzen. Ist eigentlich ziemlich sinnlos, wenn wir die jetzt beim ersten Boss direkt benutzen würden. Es sei denn, der haut uns um, aber ja, da glaube ich eher nicht dran. So, ansonsten könnten wir vielleicht mal versuchen, auch dieses Mal, wenn ich ein bisschen vorsichtiger spielen sollte. Oh, das fängt doch schon mal schön an. Das fängt doch schon mal schön an. Das ist doch schon mal schön. Ja, wir haben direkt den Quadshot. Was wollte ich sagen? Genau, wir können versuchen, die Challenge Basement Boy zu machen. Oder ist keine Challenge, sondern vielmehr ein Achievement. Das heißt, wenn wir in dem ganzen Basement, das heißt in den ersten Ebenen, keinen Schadenspunkt kriegen, dann kriegen wir ein Achievement. Ist eigentlich ziemlich cool. Habe ich noch nie versucht, wirklich. Ich bin ja eigentlich immer der dafür bekannt, mich dumm treffen zu lassen von vielen Gegnern. Und ja, da wollen wir jetzt mal versuchen einzustellen und vielleicht mal in den ersten zwei Ebenen gar keinen Schadenspunkt zu kriegen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal hier versuchen mit. Für die anderen Ebenen gibt es natürlich genau dasselbe Achievement. Das heißt, die heißen dann anders. Ich habe jetzt die Namen nicht alle im Kopf, aber sind natürlich auch schwerer, denn ja, man, in den anderen Ebenen kommen natürlich schon etwas stärkere Gegner. Und der Basement Boy, ja, ist eigentlich ziemlich einfach. Also, dass ich den bis jetzt noch nicht habe, liegt eigentlich echt daran, dass ich einfach zu kackendreist spiele und man sieht ja auch das schon wieder hier. Ist auch schon wieder ziemlich wahnsinnig, was ich da mache. Oh, hatte ich auch noch nicht. Ein Raum mit nur Flammen. Cool. Ja, mit dem Quadshot können wir auf jeden Fall schon mal eine Menge reißen hier. Also, Quadshot ist immer eine richtig, richtig gute Ausgangsposition für einen super geilen Run. Wenn wir jetzt vielleicht noch Polyphemus kriegen, dann würde ich, glaube ich, schon fast sagen, ja, wir können sogar mal. Ja, die Kathedrale haben wir ja mit Isaac dummerweise schon geschafft. Wir können auf jeden Fall den Satan besiegen, ohne Probleme. Oder nicht ohne Probleme, oh mein Gott, ich will jetzt lieber nicht zu vorschnell sein. Aber auf jeden Fall sollten wir nicht so große Probleme dann mehr haben. So, okay, hier ist der Shop. Die Kiste könnten wir uns holen, machen wir auch wahrscheinlich noch, aber gehen erstmal weiter. Ja, so, sehr schön. Was haben wir hier? The Moon, damit kommen wir in den Secret-Raum. Machen wir direkt mal. Zack. Dann können wir auch mal in den Shop gehen eigentlich. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt mal. Oh, und wir haben die X-Ray-Brille. Jawohl. Das ist doch mal super schön. Denn die X-Ray-Brille gibt uns, ja, Zugriff auf alle Secret-Räume. Und zwar ohne Bomben. Das heißt, wir können einfach in jeden Secret-Raum reinlaufen. Wir gehen jetzt erstmal in den Shop. Mal gucken, was wir da so haben. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Greed. Weil dann können wir das nämlich wahrscheinlich mit der Basement Boy Challenge sowieso vergessen. Erstmal werden wir das hier aufsprengen. Das werden wir auch aufsprengen. Bomben brauchen wir sowieso nicht mehr wirklich, weil wir haben ja unsere liebe X-Ray-Brille. Und was haben wir hier? Die Batterie. Die nehmen wir mit. Und das blaue Herz nehmen wir auch mit. Und ja, das war's eigentlich. Mehr brauchen wir nicht. Wir gucken jetzt nochmal die anderen Räume durch, denn wir haben ja die X-Ray-Brille. Damit können wir auf jeden Fall mal schauen, ob hier vielleicht noch der ein oder andere Secret-Raum rumlungert. Denn die werden sofort aufgedeckt.
Da sieht man es, sobald wir drin sind, sind wir dann automatisch, hören wir den Sound von Secret-Räumen und ja, können direkt reingehen. Und genau so ein Raum, den man gerade gesehen hat, ist genau der Raum, den habe ich beim letzten Run gebraucht oder hätte ich gebraucht. Dann hätten wir wahrscheinlich auch noch Satan besiegen können, wenn wir ein paar Herzen gehabt hätten, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Gut, Larry Jr., wenn wir den jetzt schaffen, dann haben wir Basement Boy freigeschaltet. Zack, machen wir einfach mal so. Jawohl, da ist es. Basement Boy achieved. So, das heißt, wir haben jetzt das Basement ohne ein einziges Herz zu verlieren geschafft. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Oh, das fängt doch gut an. Wir nehmen den Geist mit. Denn der Geist lässt uns fliegen. Boah, sehen wir finster aus. Das sieht ja mal richtig gruselig aus mit der Brille. Das ist ja mal nicht schlecht. So, also wir haben jetzt den Quadshot, wir haben Fliegen, das alles nach zwei Runs oder nach zwei Ebenen können wir schon fliegen. Wir haben den Quadshot, wir haben noch unseren Würfel, wir haben ziemlich viele Herzen eigentlich gehabt oder immer noch. Das heißt, wir können jetzt schon in Wänden drinstehen. Vielleicht schaffen wir sogar direkt das nächste Achievement, dass wir noch weiter keinen Schaden nehmen. Ich will jetzt nicht... Okay, wir kommen direkt zum The Fallen mit der Telepill. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Aber wir gucken mal. Ja, gut. Das war's dann auch schon wieder mit dem Achievement. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. So, komm schon. Ihr beiden, euch klatsche ich da auch mit links weg. Ich hoffe mal nicht. Das ist jetzt der normale Boss hier, oder was? Na komm schon. Mit dem Boss hatte ich übrigens am Anfang immer ziemliche Probleme. Denn, ja, er ist auch echt schlimm. Das Pentagramm nehmen wir auf jeden Fall mit, gibt uns Damage ab und gleichzeitig noch, lassen wir uns echt von einer Fliege treffen, ey. Oh mein Gott. Gleichzeitig Damage ab und ein blaues Herz. Man sieht schon, diese Bomben kriegen wir auch nicht mehr kaputt. Gut, ist auch egal. Wir gehen erstmal hier rein. Ach scheiße, jetzt müssen wir den Raum ja nochmal neu klären, ne? Oh mein Gott, bin ich ein Noob. Gut. Das ist ja schon mal richtig schön gemacht von mir. Zack, hier weg. Zack, hier auch weg. Und was haben wir hier in dem Secret-Raum? Ein Automat. Ach komm, da spielen wir mal dran. Und eine Karte. The Devil. Ja gut, nehmen wir mit. So, daneben ist auch noch ein Sündenraum. Da gehen wir auch, glaube ich, mal rein gleich. Denn mit dem Sündenraum, habe ich ja schon mal gesagt, wenn wir fliegen, kriegen wir nämlich nur ein halbes Herz abgezogen. Das heißt, wir können da ohne Probleme mal reingehen. Mal gucken, was wir hier haben. Was ist das? Friends till the end, ein paar blaue Fliegen, okay. Und Health Up. Jawohl, haben wir ein komplettes Herz dazu bekommen. Das ist doch mal, hat sich doch mal richtig gelohnt. So, hier haben wir noch zwei blaue Herzen. Sehr cool. So, die Secret-Räume haben wir ja schon alle aufgedeckt. Goldraum noch nicht. Wir haben auch immer noch unseren Würfel. Den haben wir auch immer noch nicht benutzt, weil wir einfach so bombastisch geile Items gekriegt haben. Bis jetzt. Also, wenn wir jetzt vielleicht noch irgendwie ein Book of Revelations kriegen. Wir haben ja uns die Batterie auch schon gekauft. Dann ist, glaube ich, alles in Ordnung hier. Und dann können wir, glaube ich, hier echt alles machen, was wir wollen. Aber mal gucken. Also bis jetzt sieht es auf jeden Fall super schön aus. Ich weiß nicht, warum unsere Brille jetzt auf einmal weg ist, aber gut. Also, wir haben die Brille schon noch, aber sie wird nicht mehr angezeigt. Er trägt sie einfach nicht mehr. War ihm wahrscheinlich zu hässlich. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Spider-Butt? Nö, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Erstmal machen wir die Flammen kaputt. Nach zwei Jahren. Und der Gürtel, jawohl. Gibt einen Speed. Ich weiß gar nicht, ob wir noch viel schneller werden können. Ach ja, doch. Wir haben gar nicht Maximum Speed. Das hat sich... Ach komm, hier unten ist ja noch was. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr schön. So, der Kampfraum. Spritze. Her damit. Speed und Damage. Boah, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Wir sehen ja übelst ekelhaft aus. Holy shit, ey. Das ist ja richtig widerlich.
Ist auch selten, dass in dem Kampfraum, ist eigentlich echt sehr selten, dass in dem Kampfraum so ein Item auf dem Tisch liegt. Haben wir uns jetzt dreimal schon treffen lassen von diesen Idioten. Trinkets können wir nicht neu würfeln, das habe ich schon mal probiert. Habe ich, glaube ich, fälschlicherweise mal in dem ersten... Holy shit, sind wir schnell. Was haben wir denn? Oh, wir haben noch nicht mal Maximum Speed. Boah, warum sind wir denn so verdammt schnell? Ist das krass. Gut, dann können wir jetzt auch direkt in die nächste Ebene gehen, würde ich sagen. Beim Shop war ja noch die Karte. Wir haben eh nur 13 Münzen, ist sowieso unrelevant dann. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Da ist direkt der Shop. Dann gehen wir direkt mal rein hier. Direkt mal lungern. Was haben wir hier? Ein Kompass. Könnten wir neu würfeln. Machen wir mal. Pickaxe. Okay. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Oh, unser Typ, ey, sieht echt richtig fies aus. Warum zur Hölle habe ich mich jetzt gerade treffen lassen? Also diese Achievements zu bekommen, das wird sehr schwer werden. Das weiß ich jetzt schon. Oh, ein Ank. Okay, nehmen wir den mit oder... eigentlich würde ich den lieber neu würfeln. Glaube ich sogar. Wir gehen erstmal weiter. Wir gucken erstmal. Das ist halt das Gute an dem Würfel. Wir können immer mal wieder was Neues würfeln. Gerade bei dem Ank. Ich weiß gar nicht, ob der so ein Teufels-Item ist. Ich würfel den jetzt einfach mal neu. Mini. Ist das ein Ein-Up oder ist das... Ach komm, wir lassen das immer noch da. Wir gucken erstmal. Wir machen erstmal jetzt die ganze Ebene hier clear. Mal gucken, wie viele wir noch bekommen. Wie viele Würfelbenutzungen. Muss natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht hier schon gegen Mutter kämpfen. Ich glaube, das dürfte jetzt auch schon fast Mutter sein. Nee, das dürfte noch nicht Mutter sein. Ich bin ja auch... Nee, Quatsch. Das ist natürlich noch nicht die Mutter. Das ist The Hollow. The Hollow ist ja auch so eine Abwandlung von Larry, kann man sagen. Man muss aufpassen. Ja. Man muss aufpassen, was ich nie mache. Dass man hier nicht getroffen wird. Denn Skole, anders als Larry kann The Hollow durch alles durchfliegen. Ist aber jetzt auch kein Problem. Die Heals geben uns Range. Warte mal, brauchen wir Range? Ja, wäre schon nicht schlecht eigentlich. Oh, komm, die nehmen wir mal mit. Haben wir direkt ein bisschen mehr Range. Ja, das hat sich doch gelohnt. So, was haben wir hier drin? Okay, ne, nehmen wir nichts mit. Nehmen wir nichts mit. Wir gehen nochmal zu dem Ein-Up. Ein-Up-Pilz. Und gucken nochmal, ob wir da nochmal was Neues draus würfeln können, ordentliches. Ach, es wird anscheinend nur dieser Ein-Up-Pilz draus oder dieses Relic. Anscheinend, das ist auch wieder gut zu wissen. Das wusste ich nämlich auch nicht. Nein. Komm, geht tot. Sehr schön. So. Ah, das mit dem Fliegen ist einfach nur gut. Tears down. Sehr schön. Bad Trip. Oh mein Gott. Das ist ja mal wieder richtig cool gelaufen. So, Damage machen wir echt schon richtig gut. Also wenn unsere vier Kugeln mal hier treffen, dann machen wir richtig guten Damage. So, sehr schön. Hier ist der Goldraum. Das ist doch mal cool. So, dann können wir direkt hier rein. Schubdawupp. 25 Pennies. Na, super. Ach, scheiße. Ich bin auch doof. Warum habe ich den denn nicht... Ach, egal. Wir gehen jetzt erstmal nochmal gucken hier, ob wir... nicht vielleicht nochmal unser Item aufgeladen bekommen und dann nochmal in den Sündenraum gehen. Denn im Sündenraum können ja auch ab und zu mal Items sein. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da vielleicht jetzt mal ein bisschen Glück haben. Gut, hier können wir schon mal unser Item nicht aufladen. So, da oben ist auch noch ein Secret-Raum. Sehr gut. Das ist natürlich auch extrem cool, dass wir jetzt immer die Secret-Räume aufdecken. So, unser Dings haben wir auch aufgeladen. Sehr schön. Guppies Head. Der Spelunker-Helm. Yo! Können wir einfach mitnehmen, aber... Ja, es bringt uns ja einen Scheißdreck. Denn wir haben die Brille und den Spelunker-Helm. Das ist einfach, ja, die schwachsinnigste Kombination aus Items, glaube ich, die es gibt. Ja, heute haben wir aber auch hier echt ganz schön viele Teufels-Items hier in den Kisten drin.
Gefällt mir ja nicht so gut. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die nächste Ebene, denn den Bossraum da hinten, diesen Bosskampfraum, den könnten wir theoretisch mitnehmen, wenn wir uns selber Schaden zufügen würden, aber das machen wir jetzt nicht. Deswegen, wir gehen jetzt mal ab nach unten. So, gut, da müssen wir uns merken. Jetzt sind wir erstmal in den Tiefen 1, das heißt, hier kommt die Mutter noch nicht. Was auch ziemlich cool ist mit dem Geist, ist, wenn man diesen Piercing-Shot bekommt. Denn momentan durchdringen unsere Kugeln ja sowieso nur, also nur Wände. Also was heißt nur Wände? Also die durchdringen... Nein,